So, aus die Bude. Madison Page wieder am Start hier mit dem Moped. So. So, ja. Schauen wir mal. So, gucken die so blöd? Ah, jetzt. Aha. Ah, warte mal. Genau, auch hier. Genau, so. Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Ach so. Ich dachte, du hast schon eins. Schlaflosigkeit. Ich bin todmüde. Ich muss schlafen. Ja, ja. Die Rezeption. Hoffentlich haben die ein Zimmer. Was sind da drin? Snacks. Schnecks. Wo ist die hier? Die Stimmung hier ist bedrückt. Vom entführten 10-jährigen Sean Mars fehlt noch immer jede Spur. Er verschwand gestern Abend. Den mir vorliegenden Berichten zufolge geht die Polizei inzwischen von einer weiteren Tat des Origami-Killers aus. Bestätigen sich die Berichte, könnte das Kind noch leben, denn alle Opfer wurden erst 3 bis 5 Tage nach der Entführung ermordet. Hallo, schöne Frau. Was kann ich für Sie tun? Ein Zimmer bitte. Für Sie? Sofort. Füllen Sie das aus. Das ist ein Maul. Madison Page, 27. Ledig. Wie lange bleiben Sie bei uns, Miss Page? Ich weiß nicht. Zimmer 201, letzter Stock, Treppe ist im Hof rechts. Danke. War mir ein Vergnügen, Lady. Das glaube ich. Glaubst du, ja? Ja, nimm deinen Helm mit. Lass es einfach da stehen, ich würde den klauen, den Helm. Nur den Helm. Verkaufen dann einfach im Internet. 206 hat er gesagt. Der Typ. Oh, Rezeptionist. Ich hoffe, der widerliche Rezeptionist hat keinen Zweitschlüssel zu meinem Zimmer. Eine Horrorvorstellung. Zimmer 201. Treppe rechts, letzter Stock. 200. Ach, hier ist Treppe. So typisch amerikanisch hier, dieses Hotel. Oder Motel. Hallo? Oh mein Gott. Sind Sie okay? Ach, der hatte ja den Autounfall. Ich rufe den Notarzt. Nein, kein Notarzt. Sie sind verletzt. Sie brauchen einen Arzt. Bitte, ich will nur in mein Zimmer. Zimmer 207. Wo ist denn die 6? Haben Sie den Schlüssel? Seltsam. Achso, ich soll das auch noch aufmachen. Sie sehen schlimm aus. Sie müssen zu einem Arzt. Es sind wohl 1 oder 2 Rippen kaputt. Ich werde schon nicht sterben. Aber es tut sau weh.
Ihr Kopf blutet, die Wunde sieht schlimm aus. Ja, ist schon klar. Seine Wunde muss desinfiziert werden. Er hat Probleme. Ich kann nicht einfach weggehen und ihn sich selbst überlassen. Medizin. Normalerweise ist im Badezimmer ein Medizinschrank. Normalerweise. Ich helfe ihm erst und dann stelle ich Fragen. So rum. Medizin. Normal. Hey, was macht die? Die hat nicht mal einen Zopf. Seine Wunde muss desinfiziert werden. War das jetzt falsch oder was? Dann zeig mir doch nochmal, was da drin ist. Hab das so schnell jetzt nicht lesen können. Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Erst desinfizieren. Wisst schon, was ich meine? Paraphenol, Fiebermittel, nur bei hohem Fieber zu verabreichen. Nicofren 100, Antibiotikum bei Infektionen. War das doch ganz oben richtig? Seine Wunde muss desinfiziert werden. Dann ist das das. Ja, wo soll ich das denn wissen? So. Was hast du noch? Ja, geh nicht raus. Boah, die hat aber auch ein Ass dran. Das war richtig. Ich desinfiziere ihre Wunde. Könnte etwas wehtun. Langsam. Hätte ich fast schon zu schnell gemacht. Das Langsame ist einfach blöd. Reicht. Fertig. Die Wunde ist gesäubert. Danke. Also, Moment. Rede mit dem. Jetzt das Schmerzmittel. Das war... Was? Paracomol, Schmerzmittel bei starken Schmerzen. Höchstens eine Tablette in 24 Stunden einnehmen. Ja, gönn dir. Mach dir einen fetten Cocktail. Es knallt. Hier. Nehmen Sie. Das sollte Ihnen helfen. Was ist das? Schmerzmittel. Gleich wird es Ihnen besser gehen. Laut Packung reicht eine für 24 Stunden. Sie sollten die Dosis auf keinen Fall überschreiten. Ich kann es mir nicht leisten zu warten. An Ihrer Stelle würde ich mich lieber ein paar Tage schonen. Ich brauche eine Dusche. Okay, ich helfe Ihnen. Oh, die hilft ihm beim Duschen. Ich warte, bis Sie rauskommen. Sagen Sie, wenn Sie was brauchen. Na, nicht gucken. Reden Sie. Dann weiß ich, wenn Sie umkippen. Wie heißen Sie? Madison. Sind Sie hier im Hotel? Nein, ich wohne in der Stadt. Ich leide an chronischer Schlaflosigkeit. Ich kann nur in Hotels schlafen. Keine Ahnung, warum. Wenn ich zu müde werde, dann verbringe ich die Nacht hier. Ich bin auf der Durchreise. Was machen Sie sonst, Madison? Wenn Sie nicht Fremde verarzten. Ich bin Fotografin. Ich fotografiere Möbel für trendige Designmagazine. Und Sie?
Ich bin Architekt. Architekt. Da ist er wieder. Danke fürs Bleiben. Mir geht es viel besser jetzt. Okay. Ich gehe dann mal. Übrigens, wie heißen Sie eigentlich? Ethan. Passen Sie auf sich auf. Ethan! Aufpasse. Och, hier, guck mal, jetzt steuere ich ihn. Ist ja krass. Der läuft aber auch so richtig, als ob der gleich richtig einschläft. Guck mal hier, jetzt kannst du hier nochmal nach. Hinterher. Komm, guck. Ja, genau. Wo ist er? Die war so nett zu mir. Und ich weiß nicht, was ich jetzt machen soll allein. Vielleicht mal die Pillen aufräumen? So, was gibt es wieder für einen Hinweis? Wir haben ja die eine Herausforderung geschafft. In dem Auto. Sind Sie bereit zu leiden, um Ihren Sohn zu retten? Das alte Kraft... Boah. Kann ich ihn mal übersetzen, weil das so schnell weg war. Würde ich es auch so liegen lassen, komplett, ey. Art! Oh, jetzt spielen wir wieder den Agent vom FBI. Agent! Guck nicht so grimmig, Agent. Hat denn der dafür eine Narbe? Kann ich eigentlich hier bewegen? Das war auch bei Until Dawn. Ich habe das jetzt nicht gezockt, aber als Let's Play angesehen, da waren auch die Gesichter immer so voll nah dran. Damit die halt rumposen können, dass die so richtig krass die Gesichtsmuskulatur hinbekommen haben. Dafür die Autos nicht. War es das erste Mal? Wie? Den du umgebracht hast. Das erste Mal ist immer schwer. Das ändert sich. Ich will nicht darüber reden, okay? Das ist doch nicht defensiv gewesen. Das ist er. Boah, was ist das denn für einer? Miroslav Korda? Ja. Lieutenant Carter Blake, ich habe ein paar Fragen. War doch so klar jetzt. Scheiße, warum macht sie? Er haut ab! Ah! Hey, mein Vorsicht! Was? Hey, was soll? War doch richtig! Ey, was ist denn? Ich drück doch alles richtig! Gedrückt halten wieder, das erkennt man so schlecht hier. Na, okay, ich weiß, war doch mein Fehler. Uah, nein.
Mensch, das ist Essen. Damit schmeißt man nicht rum. Och, komm. Geh doch einfach aus dem Weg. Jawohl. Hol dir! Geronimo! Und, jawohl! Hilfe! Ich rutsche! Geiler Tanz. Nein, oh mein Gott. Gerade so richtig. Weg, Huhn! Saukälte hier, meine Hände sind ganz taub. Der flieht nicht. Ich kriege den Scheißkar. Scheiße, wo ist der hin? Ich sehe hier gar nichts. Na los, zeig deine hässliche Visage. Wo zur Hölle ist Blake? Ja, echt mal. Wo ist der eigentlich? Eigentlich brauchst du dich nur hinhocken und gucken. Oh mein Gott! Oh mein Gott, hab ich mich erschrocken. Hui! Komm! Ja, genau. Unten und dann instant nach rechts. Möchte man einen Kampf gewinnen? Ich versuche das. Anstrengend. Hopp. Und Finish. War ein Finisher. Ja, das war ein billiger Finisher. Finika. Gewonnen. Anscheinend haben wir unseren Origami-Killer. Was ist denn nicht? Das ist doch im Leben nicht der Origami-Killer. Viel zu offensichtlich. Oh, wer war das doch? Der Scott war das, ne? Wie hieß der mit Nachnamen? Ich weiß nicht mehr.